mich jetzt aus, als hätte ich morgen geschlafen. Ich hab's gar nicht gehört. Das war unser schlimmster Tag aller Zeiten. Richard, du bist dran mit Abendessen machen. Das Einzige, was ich heute anbieten kann, ist Schlagsahne. Gumball, du machst das Abendessen. Wieso? Ich bin so wütend, mir eine Ausrede auszudenken. Darwin, mach das Essen. Warum ich? Anaïs! Hör zu, wir alle hatten einen schweren Tag. Was wir jetzt brauchen, ist eine ausgewogene Mahlzeit. Ich denke an Tomaten, Schinken serviert auf einer Brotunterlage und zur Freisetzung der Kalorien obendrauf geschmolzener Käse. Denn Milchprodukte sind gut für Kinder im Wachstum. Sie sollte wenig Geschirr dreckig machen und eine runde Form ohne Kanten haben, um Verletzungen zu vermeiden. Oh ja, Pizza! Herrje, und ich dachte, ich hätte ein neues Gericht erfunden. Ich wollte so gerne das runde Halb-Sandwich mit ganz viel Zeug drauf nennen. Ach, dann wird meine größte Erfindung doch die in Öl frittierten Kartoffelspalten bleiben. Gut, dann lassen wir uns Pizza liefern. Na, du bist immer noch ein bisschen angespannt. Du solltest heute einfach alles Dad überlassen. Okay, haben Sie das? Ja, ich habe eine Familienpizza mit einem Fünftel Margarita, einem Fünftel vegetarisch, einem Fünftel Garnele, einem Fünftel Steak und einem Fünftel Wurst. Keins der Fünftel darf im selben Ofen gebacken werden, aber sie sollen dieselbe Temperatur haben. Und ein Spielzeug. Es tut mir leid, wir führen kein Spielzeug. Und ein Spielzeug! Dann fahre ich noch beim Spielzeugladen vorbei. Ihre Pizza wird in 40 Minuten geliefert. 40 Minuten sind viel zu lang. Schneller! Gut, ich lasse meine Pause ausfallen. Bin in einer halben Stunde da. Tja, wenn ich rote Ampeln überfahre, in einer Viertelstunde. Das ist akzeptabel. Das macht dann 9,99. Wie wär's noch mit einem Trinkgeld? Also ich weiß nicht. Schmeckt es denn gut? Nein, Sir, ich meinte, wollen Sie etwas mehr zahlen für den Service und als Entschädigung für die halbstündige Bestellung, die Sie gerade gemacht haben. Habe ich eine Wahl? Aber immer, Sir. Gut, dann nicht. Haha, wir kriegen eine Pizza und ich habe Geld gespart. Dieser Tag ist doch noch gut geworden. Oh Mann, das dauert ja ewig. Habt Geduld, Jungs, wir warten doch erst 16 Minuten. Wir lenken uns ein wenig ab. Guten Abend, unser Thema heute ist der plötzliche Anstieg von wahllosen Gewalttaten in Elmore. Um Ihnen dies zu verdeutlichen, ein Tortendiagramm. Schalt es aus! Tortendiagramme machen mich hungrig! Warum erzählen wir uns nicht gegenseitig von unserem Tag und weshalb wir so genervt sind? Ich fange an. Ich war auf dem Weg zur Arbeit, als das Auto eine Panne hatte. Das ist mit einer kleinen Reparatur getan. Es kostet nicht mehr als, sagen wir, $100. $100? Unverschämtheit! Jetzt sind es 200. Was? 500? Was? 750? Bevor ich gleich tue, was ich tue, sollen Sie wissen, es ist nicht Ihre Schuld. Sie machen nur Ihren Job. Aber jemand muss für meinen Frust herhalten und Sie sind leider der Einzige, der in der Nähe ist. Sie sind ein Wurm. Sie sind ein räuberischer Halsabschneider, wissen Sie das? Leute wie Sie quetschen den letzten Cent aus Schwerarbeit, Familien. Sie sind der Grund, weshalb Eisbären kein Zuhause mehr haben und die Pole schmelzen. Ich glaube, das war alles. Ja, hier. Möchten Sie ein Trinkgeld geben? Wie wäre es mit 12% extra? Sie sind eine wertlose Mann, ein Sinnloser! Egal, ich jedenfalls fühle mich besser. Oh, tut mir leid, ich war wohl etwas zu anschaulich. Wo ist die Pizza? Ich habe so Hunger, dass ich anfange, mich selbst zu verdauen. Also, Richard, wie war dein Tag? Ich möchte nicht darüber reden. Du willst doch offenbar Aufmerksamkeit. Bitte, wenn ihr drauf besteht. Kommt schon, besteht drauf. Ja, jetzt erzähl schon die Geschichte. Okay. Also, ich war im Burgerladen. 5 Doppelte Cheeseburger, 3 Cookies und Cream Shakes. Tja, bitte, Sie haben erst vor einer Stunde 12.000 Kalorien zu sich genommen. Um die zu verbrennen, müssen Sie in Flammen stehen. Ich kann Ihnen nicht guten Gewissens noch ein Gericht servieren, bevor Sie sich nicht bewegen. Aber ich habe mich bewegt. Tja, ich habe Sie gesehen. Sie sind nach draußen gegangen, haben eine Stunde auf die Uhr gestarrt und waren wieder hier. Sir, hören Sie auf! Sir, gehen Sie! Sie haben genug! Hören Sie! Ich entscheide, wann ich genug habe! Sir, ich muss Sie auffordern, das zu bezahlen! Es tut mir leid, aber ich bin leider gezwungen, Sie das zu fragen. Wollen Sie ein Trinkgeld geben? Okay. Der Kunde hat immer recht, deswegen hattest du recht, obwohl Larry recht hatte und du offensichtlich im Unrecht warst. Na, wo ist die Pizza? Was? Ich bin so hungrig, dass ich schon halluziniere. Ich bin so hungrig, dass ich nicht mal richtig halluzinieren kann.